Hallo und willkommen zurück zu Rift. In der letzten Folge hatten wir gesagt, dass wir diesmal entweder mit den Quests weitermachen, die wir hier im Mundwald haben, oder was anderes. Und ich würde sagen, wir machen natürlich wieder was anderes, denn wir machen ja immer was anderes, wie das, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Nein, ich will mit euch nochmal hier runtergehen Richtung Steinfeld. Jetzt ist gerade hell, deswegen will ich das auch ausnutzen. Wir haben hier Ortszeit 14.12 Uhr, also nicht die erste Zeit, sondern die Zeit in Rift. Und das heißt, ich sehe ein bisschen besser. Ich habe das eben schon mal probiert, da runterzureißen. Ich schaue jetzt nochmal drauf auf die Karte. Und da bin ich dann hoffnungslos gescheitert. Aber vielleicht, wie gesagt, klappt es im Hellen ein bisschen besser. Und falls ich da auf dem Weg sterben sollte, dann machen wir einfach doch die Quest weiter. Ist ja völlig egal. Okay, wir sind schon fast auf dem Weg. Wir schnappen uns unseren Valmera. Und ab dafür. So. Da müssen wir mal gucken hier, weil da sind immer wieder Gegner, so wie jetzt gerade in diesem Augenblick. Ich finde es so ein bisschen... Ich glaube, ich laufe in die falsche Richtung. Ich finde es so ein bisschen schade hier. Da ist der Weg. Man erkennt die Wege in Rift immer so schlecht. Hallo? Bin ich ja bescheuert? Das liegt vielleicht auch daran, dass man diese Wege nur auf der großen Karte sieht und gar nicht auf der kleinen. Na toll, jetzt kommt auch schon wieder einer angeschissen hier. Ja, aber er hat keine Chance. Okay, wir steigen wieder auf unser Valmera. Und ich sehe schon, dass da alles voll mit Feinden ist. So, hier gehen wir mal ganz außen rum. Und dann müssten wir eigentlich wieder auf diese große, schöne, schicke Straße kommen. Ich bin da eben gerade hängen geblieben. Entschuldigung. So. Das heißt, wir sind ja hier auf dieser Straße und da müssen wir jetzt einfach diesem Weg weiter folgen. Müssten wir sowieso, weil das ja auch die Richtung der Quest ist, die wir noch offen haben hier im Mundwald. Aber ich will daran vorbeireiten, weiterreiten. Vielleicht schaffen wir es, in den anderen Ort zu kommen. Bei Rift ist es immer so ein bisschen schwierig. Wenn es jetzt zum Beispiel, wenn man das mit EverQuest vergleicht, was ich ja auch momentan spiele, da geht es wesentlich leichter. Da muss man auch ein wenig geschickt sein, überall durchzukommen. Aber letztendlich kommt man auch in den ganz hohen Gebieten überall hin, weil die Gegner immer weit genug auseinander sind. Und bei Rift ist es oftmals ein bisschen anders. Okay, aber bis jetzt sieht es noch gut aus. Da ist ein Riss hier. Der soll uns jetzt aber nicht stören. Wir reiten einfach den Weg weiter. Ja, und so ungefähr war das auch, als ich das Offscreen gemacht habe. Und plötzlich war er tot gewesen. Oder war sie tot gewesen, die Astral? Okay, da ist noch ein Riss. Was ist das für ein Riss? Sieht aber komisch aus hier. Sieht ekelhaft aus. Ach ja, jetzt kann ich mich erinnern, da kommen wieder diese wunderschönen Pflanzen. Ja, so wunderschön sind sie gar nicht. Aber diese komische Gegend hier. So, und jetzt glaube ich, so langsam aber sicher... Entschuldigung, müssen wir hier ein wenig auf der Hut sein. So. Das heißt, ich sollte jetzt nicht so oft auf die Karte schauen, ich sollte mehr... schauen, wo wir hinlaufen. Denn das Problem ist, die sind ja im Level dann teilweise wesentlich stärker. Und das heißt, ein Treffer und das war's gewesen. So, haben wir hier noch was? 35. So, jetzt müssen wir mitten durchs Feindgebiet laufen. So, aber da kommen wir relativ gut durch. Da müssten wir auch vorbeikommen hier. Entschuldigung, dass ich mich als räuspern muss. Ist mir sehr unangenehm. Aber ich bin irgendwie leicht erkältet. Ich habe jetzt nicht wirklich Husten oder so, aber ich muss mich relativ oft räuspern. So, wer ist das? 36, oh, 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 oh. Der bewacht da die Straße, der alte Stinker. Wie heißt der? Lebender Schrecken. Ja, so sieht er auch aus hier. Naja, eigentlich könnte das auch vielmehr ein toter Schrecken sein, so wie er aussieht. Lebender Toter. Komm, wir gehen hier weiter. Ja, so weit kam ich noch nie. So, nach vorne gucken. Und wir verlassen
Wir verlassen den Mundwald. Geil, so weit kam ich noch nie, Leute. Ihr bringt mir heute Glück. Oh, das liegt wirklich daran, dass ich diesmal ausnahmsweise mal im Hellen spiele und ich auch wirklich was sehen kann. Oh, oh. 36, Eisenfunk. Und da ist auch der nächste. Das gibt eine harte Nummer, die sind 5 Level höher. Und wenn ich da runterspringe, bringt überhaupt nichts, ne? Ich will da jetzt durch. Wir können da nicht durchrennen. Da sind 2 Stück hinter mir her. Die bremsen uns wieder aus. Und dann ist wieder Game Over. Ich weiß doch Bescheid. Aber hier unten sehe ich auch einen Weg. Das ist von der scharlachroten Schlucht aus. Ich schaue nochmal auf die Karte, wo wir gerade sind. Genau. Das ist wahrscheinlich hier dieser Weg, wo wir schon mal von unten waren. Und wenn wir dann da hochlaufen, müssten wir dran vorbeikommen. Nein! ich weiß gerade nicht, ob ich lachen oder heulen soll, wenn ich ehrlich bin. Denn die letzten 3 Male, ich glaube, ich bin jetzt in jeder Folge, in der letzten 3 Folgen, jedes Mal tot durch Absturz. Irgendwas stimmt da nicht. Liegt es an meinem bescheuerten Valmera oder was? Oder woran könnte es nur liegen hier? Mir springt da jetzt runter. Okay, dann hat sich zumindest die Frage erledigt, ob wir da jetzt hier rumgehen, weil wir gehen da jetzt rum. So, ich muss mich aber erstmal wieder waffen. Und ich hole auch nochmal den Gorgor. Denn der ist ja dann doch eine ganz gute Unterstützung. Ja. So, da kann ich wahrscheinlich nicht rumspringen. Das ist ein bisschen doof jetzt. Verdammte Hacke. Wir werden von da aus nicht da drauf kommen. Ich pack nochmal meinen Valmera aus. Probier es jetzt einfach. Vielleicht kann man da drauf springen. Und wenn ich da nicht drauf springen kann, dann sind wir wieder hin. Haha. Na toll. Da haben wir ja einen ganz tollen Platz ausgesucht hier. Das gibt's doch gar nicht. Ich pack das garantiert nicht bis zur Brücke von hier aus. Oder doch? Komm, scheiß drauf. Wir haben es gepackt. So, Level 25. Ja, den packen wir auch hier. Komm, Gorgo, hau drauf. Und da geht's gar nicht weiter, sehe ich schon. Da liegt eine Kiste. Bestimmt muss man da noch hin für eine Quest oder so. Okay, komm, wir gehen wieder raus. Wenn es da nicht weitergeht, dann ist das wohl nicht der richtige Weg gewesen. So, mal gucken, von wo aus kommt man denn da hoch auf diesen Weg, den wir da oben gesehen haben. Diese Scheißbrücke da oben. Da ganz oben, da sind wir jetzt runtergestürzt. Aber da war ein Weg. Und wie kommt man auf diesen verdammten Weg? Mal schauen, vielleicht sehe ich da was. Der Weg ist da viel weiter hinten. Also der Weg ist hier, da geht da irgendwie so, da waren wir ja noch nie. Da waren wir ja noch nie gewesen. Wir müssen hier runter. Ich glaube, ich springe jetzt hier ins Wasser, ey. Da sind alles voll mit Gegnern. Komm, scheiß drauf. Okay. Ich hätte mir dann doch vielleicht tieferes Wasser aussuchen sollen. Es tut mir leid, Leute. Ich finde es schon... Ich finde es schon fast ein bisschen lustig. So, und da sind wir auch wieder, nachdem es gerade mal wieder abgestürzt ist. Ist okay. Mir eine Ehre. Belebt mich wieder. Ihr steht zwischen Terra und dem Untergang. Jawohl. Okay, wo sind wir denn jetzt eigentlich gelandet, ey? Kann man auf der Karte schauen, ey? Ach, wir sind hier. Gibt es hier auch irgendwo einen Heiler? Ja, da vorne. Vielleicht sollte ich in Zukunft einfach mal Rift, mein Rechner, meine ich, neu starten. Bevor ich aufnehme, weil Rift die Angewohnheit hat, ab und zu mal abzustürzen. Da ist der Heiler. Komm. Hallo. Hallo. 16 Gold. Natürlich. Also wenn ich noch ein paar Mal sterbe, dann bin ich ja wirklich pleite, ey. Kann ich euch sagen. Tod durch Absturz. Ist unglaublich. So, ich beschwöre noch meinen Skelettrecken. Und wir wollten jetzt einfach mal hier weitergehen.
Boah, das ist ewig weit, ey. Hier, hier, hier. Und da muss es ja da irgendwo hochgehen. Also wir gehen jetzt einfach mal die Richtung weiter, beziehungsweise wir setzen uns mal aus Valmera. Geht dann vielleicht doch ein bisschen schneller. Und reiten mal da vorbei. So, hier direkt runter. 14.25 Uhr und ich sehe kaum was. Ach nee, alter Schweinesack. Komm, mach hin. Der macht mich kalt, ey. Gorgo, haut drauf. Die brauchen wir sogar. Das ist unglaublich. So. Jetzt schaue ich aber doch nochmal auf die Karte hier. Wo sind wir denn hier gelandet? Scharlachrote Schlucht. Jawohl. Muss doch einfach hier weiterlaufen. Da ist ein Riss. Da ist noch ein Riss. Wir müssen jetzt irgendwie hier vorbeikommen. Auf jeden Fall. Und ich hasse das. Ich hasse das. Die stehen immer so, dass du auf jeden Fall mindestens einen ziehst. Komm hier, Level 29. Können wir auch draufhauen. So, die Saubacke ist hin. Und da kommt auch schon der nächste, der uns im Weg steht. Aber den werden wir jetzt auch noch holen. Bringt ja alles Erfahrungspunkte, von daher ist ja nicht so wild. Ah, cool, da haben wir sogar jetzt alle. Auch nicht schlecht. So, okay, schnell aus Valmera steigen. Und wir gehen weiter. So, hier weiter. Noch weiter hier vorbei. Und da kriegen wir auch schon wieder das nächste Ad. Den nächsten Ad, hundertprozentig. Ah, ist doch scheiße. Immer müssen hier mitten alles volllaufen. Ey, ich spreche noch mal ins Essen hier. Oh, das haben wir ja gerade noch mal geschafft. Aber das Wetter hier gefällt mir nicht. Das ist alles so rot. Ich meine, es heißt ja auch die Scharlachrote Schlucht. Aber wenn ich mir hier so die Uhrzeit betrachte, 14.28 Uhr, ach, jetzt wird das Licht auch wieder besser. Aber wir reiten jetzt trotzdem hier weiter, wir lassen uns dann nicht von den Jungs aufhalten. Eben wollte ich noch sagen, es ist alles rot hier, hat sich ja gerade erledigt. Jetzt ist das Bild wieder normal geworden. So, und wir müssen mal schauen, wo es denn nach links geht. Wenn es denn überhaupt irgendwo nach links geht. Müssen noch ein ganzes Stück weiter reiten. Eigentlich hatte ich ja gesagt am Anfang, wenn wir sterben sollten auf dem Weg dorthin, dann werden wir die Quests weitermachen. Und was macht der Kryo? Wieder nix. Oh, da weiter, hier. Ach nee. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Was ist denn da für ein Level hier? 27, packen wir doch. Reiten genau in der Mitte durch, das passt schon, jawohl. Und jetzt hier weiter. Irgendwas zieht mich da Richtung Süden. Ich weiß nicht was, aber irgendwie muss ich da auf jeden Fall hin. Ich will das endlich rausfinden. Ach nee, und das alles voll mit Gegnern hier schon wieder. Na super. Das haben sie mich. Aber ich renne einfach mal weiter und tue so, als hätte ich niemanden gesehen. Ah, ist schon weg. Okay, sehr schön. Dann schauen wir jetzt nochmal auf die Karte. Ja, wir müssen noch ein Stück weiter. Und da seht ihr ja hier den Weg. Da geht es dann so hoch und dann müssen wir wahrscheinlich da irgendwie drüber kommen. Zumindest in der Theorie. Ich finde es trotzdem sehr dunkel, wenn ich mal ehrlich bin. Wenn ich das mal so sagen darf. Okay, meine Karte geht auch nicht auf. Keine Ahnung, was da schon wieder spinnt mit dem Spiel. Zumindest kann ich mich ja noch bewegen. Ich glaube, wir müssen noch weiter. Warum geht die scheiß Karte nicht auf? Was soll denn das jetzt schon wieder hier? Ja, die Karte geht nicht mehr auf.
Habe ich jetzt auf irgendeine blöde Taste gedrückt hier? So, Freunde, jetzt weiß ich auch, warum die Karte nicht aufging. Weil Rift schon wieder am Abstürzen war und es dann auch wirklich getan hat. Naja, egal. Wir sind hier an dieser Stelle, wo wir jetzt den Weg nach oben nehmen sollten. Das machen wir jetzt auch. Ich weiß nicht, irgendwas scheint Rift zu stören. Vielleicht irgendeine Installation oder so. Ich weiß es nicht, woran es liegt, warum Rift jetzt gerade in der letzten Zeit so oft abstürzt. Aber ich werde in Kürze sowieso wieder mein System neu machen, in der Hoffnung, dass dann das, was Rift zum Abstürzen bringt, nicht mehr dabei ist. Okay, wir gehen aber den Weg hoch und das sieht momentan alles sehr ruhig aus. Das ist schon mal ganz gut. Und da kommen wir nämlich auch in Gebiete, wo wir bisher noch nicht gewesen sind. Diesen Weg sind wir nämlich definitiv noch nie entlang gelaufen. Und wenn gleich die Karte nicht mehr aufgeht, dann weiß ich auch warum. Dann ist Rift wieder am Abstürzen. Aber bisher sieht es ja ganz gut aus. Wir gehen da mal ganz außenrum vorbei. Und jetzt hier schön hoch. Oh, da ist jemand. Wer ist das? Level 26, Nelford Hauf. Komm, verpiss dich. Der läuft genau in der Mitte des Weges. Ich hasse Rift dafür. Das ist zwar nur Spaß, ich hasse Rift natürlich nicht. Aber, mein Gott, die hätten es doch ein bisschen leichter machen können. Level 26. Hat mich platt gemacht. Nelford Hauf. Keine Ahnung. So, wir müssen jetzt wieder neu einsteigen. Es hat nicht sollen sein. So sehr ich mich auch bemühe, ich schaffe es einfach nicht, zu diesem gottverdammten Ort zu kommen. Ich grüße euch. Ihr seid so unsere Rettung. Ich würde sagen, da ich sowieso ein wenig erkältet bin, mich jetzt gerade ziemlich geärgert habe, nicht nur, dass Rift zweimal abgestürzt ist, sondern wir das einfach nicht packen, dahin zu laufen. Da waren wir eben gerade irgendwo. Also, so sehr ich mich auch bemühe, wir kommen einfach nicht in dieses gottverdammte Steinfeld. Es ist fast schon lustig. Okay, ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Das nächste Mal machen wir was anderes. Ich muss unbedingt stärker werden. Ich brauche noch ein paar Level, bevor wir das schaffen. Alleine habe ich da keine Chance. Und denkt dran, bei Folge 100 werde ich mal eine kurze Pause machen. Vielleicht werde ich die Zeit auch einfach mal nutzen, um mein System neu zu machen. Und dann läuft Rift hoffentlich wieder. Es wird, wie gesagt, also ich weiß gar nicht, ob ich schon mal gesagt habe, ich dachte, ich hätte das in der letzten oder vorletzten Folge schon mal erwähnt. Bei Folge 100 machen wir eine kleine Pause. Nicht lange, also nicht so wie bei EverQuest, dass ihr ein halbes Jahr warten müsst, sondern wesentlich kürzer. Und die Zeit nutze ich dann hier mal bei Rift ein bisschen was einzustellen und so weiter. Gut, Leute, dann würde ich sagen, für heute soll es das gewesen sein. Macht's gut, bis demnächst.